Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Adventure Map The Facility. Habe mich kein Millimeter berührt, ich habe immer noch Hunger, genau wie in der letzten Folge, deswegen habe ich jetzt gerade was gegessen. Und wir kommen jetzt an diese Abzweigung, nachdem das Licht ausgefallen ist und wir die Generatoren wieder mit Zellen befüllen müssen. Und die sind bestimmt hier links. Genau, Generator Mainframe. Nee, Generator Mainframe ist hier forward. Irgendwas stirbt da gerade. Da war vermutlich ein Zombie mit einer Goldhelm oben oder draußen oder so. Okay, Generator Key haben wir nicht. Wir haben nur den Armory Key. Das heißt, wir müssen hier lang. Guck mal, da können wir schon mal eine Tür Nice. aufmachen. Oha, wo sind wir? Was ist das hier? Können wir mal ein paar Türen aufmachen? Scheint sowas wie die Quartiere zu sein. Wahrscheinlich, Oh. dann würde ich Da sagen. ist Captain Stinsons Quartier. Wollen wir erstmal durch alle durchgucken, Ja, wir oder? fangen mal rechts an hier. Hallo. Da ist eine Kiste, wo nichts drin ist. So, ganz und gar nichts. Hier ist auch nichts drin. Ich meine, ich bin im Bett, glaube ich. Weißt du, ich werde mal ganz kurz die Zeit auf Mitternacht stellen, dass wir mal hier speichern können. Können wir So. mal schnell schlafen? Können wir mal schnell schlafen. Perfekt. Da ist auch nichts. Oh, hier ist eine Fledermaus drin. Er hat sie getötet. Fast hätte sie mich getötet. Okay, hier Okay. ist Captain Jacobs Quartier. Gehen wir mal rein. Ja. Wie immer nichts. Aber immerhin ist hier Licht. Oh, hier sind sogar zwei Betten. Ja, aber nichts in den Kisten drin. Oh, hier ist ein Buch drin. Ah, Conversated. 3 von 11. I caught the subject Jack Douglas making something in his cell yesterday. It is a small vial of liquid. I have no idea what it is or how Jack made it, but I think I'm going to destroy it. Agent Sarah. Oho. Der Jack Douglas hat was, eine Flüssigkeit, die er nicht haben sollte. Ich pack mal ein paar Sachen in die Kisten hier rein, die ich nicht mehr brauche. Oh, auch. Rosen auch. Guck schon alles durch, ohne mich. Hast du auch gerade gemacht? Den Nachmacher. Oh, hier ist ein Eisenschwert drin. Für dich. Ansonsten. Warte, ich guck schon mal auf der anderen Seite, Ja, vielleicht mach ist da ich noch mal. was. Oh, hier ist ein Key drin. Armory Key Nummer 2. Jetzt haben wir schon zwei Armory Keys, aber noch keine Armory gefunden. Ja, das stimmt. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Captain Stinson Quarters. Da ist. Oh, ein geiles Schwert für mich, habe ich gehört. I think that is time to leave. Oh. What? Why? Oh Oh, Gott. lol, du musst aufpassen, nicht. Baby, don't hit me. Don't hit me. No more. Oh, da sind ein paar. Ich töte sie einfach mal. Ja, mach das. Ich versuche mal so lange den Text durchblick zu hören. Kannst du knicken? Ich muss gleich mal den Sound leiser stellen von Minecraft. Ich glaube, der ist mega laut. Ich muss erstmal richtig krass. Dabei ist das schon so laut. So leise. Okay, gucke ich erstmal. Phil, I think that it's time to leave. What? Why? I've picked up a large number of roamers coming your way. They are attracted to. Danke, dass du den Text nochmal triggerst. Hier sind keine Ah. einmaligen Sachen. Das ist so dämlich. Ich muss aber die Sachen rausnehmen. Ich habe jetzt schon wieder rausgenommen. Das heißt, wir dürfen gleich nochmal kämpfen. Muss mir mal helfen. Ich bin gleich tot. Mach du mal kurz. Dann geh kurz. Wir müssen die gleich nochmal holen. Das ist echt nicht gut Das gemacht. ist blöd gemacht, dass es keine einmaligen Events sind. Ja. So, wir dürfen gleich nochmal kämpfen, weil ich habe noch nicht alle Sachen rausgenommen. Okay, bist bereit? Warte, ich esse noch mal kurz was. Ich habe nur noch ganz wenig Leben. Ich trinke mal einen Potion of Regeneration. Okay, Achtung. Los geht's. Okay, Hast du alles was? klar. Ja. Kämpft doch lieber trotzdem noch Kite. Ah. Muss aufpassen. Okay, ich stelle mich einfach so hin und. Töte du mal ganz kurz, ich bin gleich tot. Kurz wieder einen Apfel essen.
Gut, also Kisten niemals öfters als benötigt. Kisten immer gleich komplett leer räumen. So, dann kriegst du 6 Steak und dann habe ich einen Generation Key bekommen. Und eine einzelne einzelnen Potato, die habe ich von Zombie bekommen. Jetzt brauche ich erstmal wieder eine Kiste. Oh, da hinten, so, kommt warte mal. Da hinten kommt ein Zombie. Dann gucke ich nochmal nach dem Rest des Textes. Okay, they attracted to you. Da waren wir stehen geblieben. Shit, what do I do then? You are just going to have a fight to them. I can help you. Okay, what I've gotten into. I think that it's time to leave. Da geht es wieder von vorne los. Okay, super. Gut. Ich habe mal meine Sachen wieder reingepackt, die ich nicht brauche. Dann haben wir jetzt den Generation Key. Generator Key, das heißt, wir können jetzt. Den Generator rein. Der ist hier vorne, ne? Ja. Ja. Okay. Bevor du drückst, erstmal gucken, was hier noch. No, it's simple. Just press the Generation Button. Das glaube ich nicht, dass es simple ist. Okay. Okay, drück ihn mal. Okay, okay. Okay, drücken wir den Button. Good progress. So, door for the holding cells should be open now. Alright, I'm on my way. Gucken, ob wir sonst noch was finden. Okay, ich höre sie schon. Außer Fledermäuse ist hier nichts. Hey, hallo. Oh Gott. Oh, Tacke. Oh. Der hat einen Namen. Der besonders. Hallo? 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 Aua. Jetzt er war was Besonderes. Vielleicht war er besonders, ja. Hier ist auch einer. Aber die kommen hier, glaube ich, gar nicht raus. Aua. Ja, wir kommen einfach rein. Schlagen tun sie uns trotzdem. Hallo. Lass uns Freunde sein. Oh, hier, oh Gott. Hier ist ein, oh Gott. Hier ist ein Schwert, was du haben kannst, wenn du möchtest. Oh, ja, nehme ich. Gut, da ist ein Buch wieder drin gewesen. Survivor 4 von 11. I watched as siege subjects slowly lost their mind. Each one grew more distant in their eyes with every day, until they went feral. Now the whole facility is overrun and I don't know what to do. I guess I will just have to escape. Von Hannah Wallem. Ich habe Hannahs Schwert jetzt, also hat sie es scheinbar gut geschafft. Guck mal, hier ist Jack Douglas. Oh, Douglas. Oh, I will bring this facility down. Von dem haben wir ja gehört. Bereits. Der ja. Irgendeine Flüssigkeit hatte, glaube ich. Vielleicht ist sie in seiner Kiste. Und vielleicht hatte er ja die Flüssigkeit, die dieses Virus zum Ausbruch brachte. Put that cookie down. Immerhin war ja ein paar. Wer zählt denn die Minuten und die Stunden? Ich zähle die Minuten. Na gut, dann gucken wir mal, was da steht in Jack 5 von 11. For too long, they used me a pin cushion to test their vaccinations. I am done. They will see what they have created. They will see what I am now. They will fear me or I will make them. Jack Douglas. Okay, anscheinend war er böse. Weil die ihn scheinbar die ganze Zeit nur ausgenutzt haben. Genau. Ach, ich weiß jetzt mal nicht. Okay. Ich kann mal die Map aufmachen, gucken, wo wir jetzt Memory sind. Memory Bank hier. Also nach da geht ein ziemlich langer Weg. Können wir sogar rein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach links. Warte mal. Zu spät. Das. It doesn't smell in here at all. That's odd. What is EOS? I don't know, but it locked the door to the exits. We will need to reactivate it to escape. Aber warte mal, ich will das aktivieren, das mal erst noch ein bisschen. Ja, okay. Was wir denn hier. Ich guck mal schnell in die andere Richtung. Ob nein, da komm ich mit. Kannst ja nicht alleine gucken, was da ist. Lab 3, Lab 4 und Lab 2 sicherlich, oder? Ja. Okay, habe ich nicht. Lab 3 ist verschüttet, Lab 4 Lock from the Inside und Lab 2. Boah, haben wir nicht mal einen Key, weil zumindest steht da nicht, dass wir einen Key da anbringen sollen. Okay, dann. Reaktivieren wir mal. Was ist denn geradeaus? Achso. War das nicht abgeschlossen? Ja, hab ich noch nicht gesehen. Du bist viel zu schnell. Ja, weil ich eine Speed Potion getrunken habe. Dann aktiviere ich mal. Booting up. Scan files. Searching library.
CPU activated. Eigentlich sollte man die CPU als erstes aktivieren. Okay. EOS activated. Gucken mal, was uns jetzt erwartet. Hello, my name is EOS. How may I help you? Hello, EOS. You awake me. How may I be of service? I was wondering if you could open the exit doors. What's in it for me? Oh, der will Belohnung haben. Just Wait, what? You PC. just asked me if you can could be of service. Doppelklinger, I think it's the best you don't argue with the RE. Fine, what do you want? I can't access my memory banks. They may have shut down. If you could reactivate them, I will answer any questions you have and I will open the doors. All right, I will do that. Good. I can only unlock the door to lab 2. You should be able to get into the memory banks with that. I'd open the door to the banks right away, but something is messing with my system. Ah ja. Können wir jetzt hier rein? Genau, Hey. hier ist aber nichts, hier ist eine verschlossene Door. Ich glaube, da müssen wir die ein bisschen noch benutzen. Careful, T-Clad. I'm sensing intense heat signatures in Lab 2. What now? All I know is what Lab 2 is under the lava incinerator. Oh Gott. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Kommt jetzt etwa ein Lava Jump'n'Run? Wo führt denn das hin? Was ist das für ein Weg? Oder Stranger Weg, oder? Oh, Checkpoint. Checkpoint. Hallo, Checkpoint. Der hat ja sowas von recht. Hier ist ja wirklich ein Lava-Jump'n'Run. Das ist tatsächlich ein Lava Jump Run. Was ist, das sieht ein bisschen komisch aus Ah, mit der. I see. Wir müssen uns quasi über die Säulen fortbewegen und immer. Oh Gott. Tschüss. So, quasi immer über die Säulen fortbewegen und immer einen Weg suchen, dass wir nicht über Lava springen müssen. Boah, das war knapp. Kannst du von da aus einfach so, wie bist du gesprungen? Achso. Nach links erst, genau. Und hier musst du aufpassen. Also das war knapp für mich. Gerade so mit Duck mit. Hallo. Hast du eigentlich deine Rüstung verloren? Nein, ich habe sie Moment. ausgezogen, weil durch Lava tickst du Ach deine so. Rüstung schnell kaputt In den machst. Checkpoint darf ich leider nicht benutzen, weil only place the flares in the vent. Ach so. Okay, ich habe jetzt zwei Leuchten bekommen. Genau. Ich habe zwei Leuchten bekommen. Jetzt können wir den Checkpoint betätigen. Und jetzt habe ich hier zwei Flares, die ich anbringen kann. Ist das jetzt etwa hier so eine Art Labyrinth oder was? Ich hoffe nicht, weil ich habe nur zwei dieser Teile. Vielleicht sollten wir die dann nur an Abzweigung platzieren. Ja, dann hol sie mal wieder. Mal die hier. Ich glaube, ich bin Ah, schon erstmal. draußen. Ja, ich bin draußen. Also, wenn es das Richtige ist. War es auch nicht so nicht. Ja, ich glaube, das ist das einzige, die einzige Möglichkeit. Warte, du bist rechts und dann bis zum Hier, ja, genau. rechts hier. Und dann hier rechts. Da, Ja, also einfach dem platz. Licht hinterher. Dann sind hier nämlich wieder Truhen. Die, da nehme ich einfach mal wieder alles raus. Hier ist nochmal ein Diamantschwert. Ich weiß nicht, ob du es haben Ja, möchtest. natürlich. Obwohl, ist ja, obwohl, macht nur sie. Nee, nehme ich nicht. Meins hat Fire-Aspekt. Aber ich nehme es einfach mal trotzdem mit. So, dann haben wir Eisenboots bekommen. Die kannst du haben. Dann nehme ich die Chain Leggings. Das heißt, die Golden Leggings können wir wegpacken. Und dann habe ich noch einen Eisenhelm für dich. Bitte schön. Dankeschön. So, und dann gucken wir mal, was in diesem Text steht, das wir bekommen haben. Wenn ich wüsste jetzt, wo das war. Habe ich nicht rausgenommen. Da. File Jack 6 von 11. Subject Jack Douglas. Status scheduled for execution. Reason instability. Explanation. Jack's mind has finally cracked from all of the test machinations we tested on him. He's an exhibiting signs of insanity and is no longer fit for use. We will dispose of him in the incinerator in the morning. Dr. Collins. Okay, die wollen anscheinend Jack Douglas töten, weil er instabil ist. Oh Junge. Okay. Oh. Als waren wir in. War da ein Key drin? Ja, ganz viele. Schon wieder zwei. Für? Memory, also das, was wir brauchen, ist Memory Banks. Und der andere wieder für eine Armory? Ja, vier Armory Keys habe ich mittlerweile. Vielleicht kommen die ja irgendwann am Ende und wenn man viele hat, dann kriegt man gutes Gear oder so. Das würde ich hoffen.
Weil ich meine, man muss eh alle haben, weil sonst kommt man gar nicht weiter wahrscheinlich am Ende. Oder zumindest man findet die ja auf dem Weg. Gut, dann aktivieren wir aber mal. Ja, alles klar. Entschuldigung. Thank you. I really needed it. All right, now I've got a new few questions for you. Starting with that, what the hell is this place? This is a facility to test different things on human, mainly Vicanius. Highly volatile and dangerous Vicanius that breaks the mind. Who is the over the intercom? That's Phil, but you are not asking questions here. I am. That's odd. There's no one named Phil in my mem. Nice shot, little rat. You got me figured out. I was tired of watching you walk around in my maze brain. Mindly, now we can have some fun. Könntest du bitte noch mehr Ticks in die Box klatschen? Phil, who the hell are you then? I little rat, I'm Jack Douglas. Oh mein Gott, das ist Jack. Er lebt noch. They call me Jack the Psychopath. I once killed a man using a tainted siren, so imagine what I'm going to do to you. Ha 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 ha. I also wanted to thank you for opening the exit doors. Now I can finally leave. Jack, I will kill you. Not if I get you first. Ha 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 ha. Nee, he ha ha ha. We can't allow him to escape. I'm opening the memory bay rank. Emergency exit. I'm coming for you, Jack. Genau, jetzt müssen wir diesen Schalter umlegen und hier steht, when you flip the switch, run and follow sign, if you die, the map will break. Das klingt ja spannend, aber was hinter dieser Tür uns erwartet, das werdet ihr, liebe Freunde, lieber erst leider erst in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Ciao. Folge. Seid gespannt, was da passiert. Ciao, ciao. Ciao, ciao.